Okay. Also Crane ist offensichtlich der Bürgermeister hier von Fable Town, dem Snow das jetzt sagen will. Ich frage mich, was Snow hier für eine Rolle What are spielt. you blind? Why you don't see there's a line? I've been standing here a half hour already. You get to just walk in? Was du denn? Must be nice being the sheriff. Do whatever the fuck you like. I work here. And what great work you do, sheriff. That didn't feel very genuine. Fucker. Was denn für einer? Because you are the one bringing this to me, Miss Snow. The one who so simply stumbled upon this catastrophe on our very doorstep. The last thing I need with Mayor Cole away is a hysteria. Do you understand me? Yes, of course I Don't interrupt me, Miss Snow. You asked me a question. Don't change the subject. You are to blame for this unpleasantness, Miss Snow. I brought you this news as soon as I could. You are trusted to keep things running smoothly around here. This is a disaster. Who else is to blame if not you? If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. Oh, your role in this is duly noted. Yes, let's talk about that. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. Your failure to do so cost someone their life and the safety of the entire community. Tell me you've been doing something. Are there any leads? Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind Gott, to fire the both of you. Ich soll es doch gar nicht sagen. Pam. Her... Was she, Yeah. She was worried about a money situation. Well, this is just wonderful. Not only is a fable killed, but it was a fable hooker to boot. You two need to get a handle on this situation quickly and quietly. The last thing we need is all of Fable Town knowing there's a killer amongst us. Snow. Yes? Sir? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. The massage. Where is the bottle of wine you were to purchase? Don't bother. Forget it. Can't do anything right. Na, der scheint ja sehr wichtige, do your job, Sheriff. Sehr wichtige Probleme we'll zu haben. Find someone who can. Ja, ja. Komm. You know what? Stop. We'll get on it right away, sir. Eine Massage, eine Flasche Wein. Naja, dann gehen wir. Would have just pissed him off more. Alright. Well, that could have gone better. Well, maybe we should have dragged it out. For what it's worth, I still think it was better to tell him. Yeah, maybe. Oh, Crane doesn't like people smoking and... Never mind. Smoke away. Who gets a massage this early? Crane. It doesn't really matter the time of day. A mere scent of stress and he's out the door. Is he gone? Yes, thankfully. Student. Buffkin! Hello, Miss Snow. Drinking? This early? Where did you get that? It was by Mr. Rickabod's desk. Then don't you think it probably belongs to him? Maybe. Warum saufen hier alle? How are you today, Mr. Bigby? Fine, Buffkin. Thanks for asking. Buffkin, get the books. Which books? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. Ah, die wollen jetzt wahrscheinlich gucken, wer das Mädchen war. He knows the ones I'm talking about. There's bound to be information on her here. Somewhere. We'll at least be able to get her real name from the books whenever Buffkin finds them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. The mirror... I really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Hier steht ja echt eine ganze Menge Zeug rum. Hier der komische Affe, jetzt mal ganz ohne Witz. Der erinnert mich so ein bisschen an, wenn ihr noch kennt von früher, hier der Zauberer von Oz.
Die Hexe des Ostens, die hatte doch so Affen, ne? Also das ist jetzt der einzige Affe, der mir einfällt mit Flügeln, der das sein könnte. Sonst habe ich keine Ahnung. Okay. Ist jetzt hier Aladins Wunderlampe oder was? Okay, da wohnt keiner mehr. Ich will mich aber mal hier umgucken, weil hier steht eine Menge Zeug rum. Da gehen wir gleich hin. Hier haben wir irgendwie so einen Streitwagen oder was ist das hier? Wow. Okay, also würde ich jetzt spontan tippen, das Schwert Excalibur, aber warum ist das so riesig? Guckt euch mal die Treppe an, im Vergleich zu dem Schwert. Großer Baum ist da noch. Ich finde sowas immer unheimlich cool. Ist das da? Okay, weiter rum können wir nicht, oder? Ah, Flying Ship. Fliegende Holländer, oder was ist das? Fehlt nur noch, dass Captain Jack gleich da raushüpft. Okay, sonst können wir hier anscheinend nichts machen. Was ist das für eine riesen Faust dort? Da ist noch ein Helm. Naja, gehen wir mal zum Spieglein. Ich denke doch, dass das ist, oder? Magic Mirror. Hey, Magic Mirror. I got a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel, but have some respect for our history rules. Mirror, mirror. If you're able, tell me all about this fable. See? Was that so hard? Yeah, I'm about 2 seconds away from kicking a hole in you. There's no need for that. Fine. Of which fable do you wish to know? Ah, den können wir jetzt ausfragen hier über die ganzen... Naja, nicht über alle, aber... Show me the woodsman. Where is he? What you see is complete. The woodsman stumbles down a street. No shit. Which street? I'm sorry, Bigby. I can only show you what can be seen. Ja gut, die steht nebenan, oder? Not much of a request. She's in this very room. Show me Buffkin. Hey, put down the bottle and get to work. Still looking. Ja, das wird dann wohl das Mädel sein. I don't know her name. Not yet anyway. Well, until you do, I can't help you. Okay, vielleicht können wir später noch mal hier hin. Nobody right now. Very well. Please return should you wish to ask about someone else or someone new. Ah, da kommen unsere Bücher. Okay. Well, I'm sure we'll get it all cleared up. Okay. Thank you. Ja, dann gehen wir mal gucken, was er da uns Schönes an Büchern mitgebracht hat. Vielleicht kriegen wir ja jetzt raus, wer das Mädchen ist. Ichabod Crane, Director of Operations. Oh. Tarotkarten, da gehe ich doch noch mal gerade hin. Tarotkarten. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then, or what he did to get them. Können wir die? Ja, können wir. Strength. I guess it comes in all forms. Oh, können wir noch eine nehmen? Gut,
Die erste hätte ich noch gesagt, passt. Der böse Wolf und Schneewittchen und... Aber die nächsten zwei... Ich muss auch sagen... Ach, die nimmt er mit. Ich muss auch sagen, ich kenne mich mit Tarotkarten überhaupt nicht aus. Wobei die jetzt wahrscheinlich auch anders sind als die normalen, weil das wahrscheinlich hier von dem Märchenwald ist. Ja, da haben wir eins. Ach, wir gucken erstmal hier das, oder? We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. Cool. Hier können wir jetzt alle Figuren uns angucken. Ob das alle sind, die jetzt da... Fange ich denn mal an? Ach komm, wir fangen mal links an. So. Ah, guck an, hier. Ne, der große böse Wolf. Und das ist dann The Woodsman. Denke ich mal. Schauen wir uns mal an. Me. Ja. And him. The Woodsman? Yep. And his axe. Finde ich auch interessant, ne? Er hat hier auch dieses Hemd oder Überwurf oder wie man das nennen soll. Mit diesem Muster. Das hat er ja auch als Hemd jetzt an, ne? Interessant, wie die Figuren hier teilweise... What the fuck? Was ist denn mit den Zwergen? Warum haben die so komische Augen? Was ist das denn? Aber es sind sieben, ne? Ja, es sind sieben Zwerge. Warum sehen die so komisch aus? Yeah, dwarves. Less said about that, the better. Okay. Was auch immer da ist. Das ist... Yeah, that's me. Back when... long time ago. Schneewittchen. So, hier haben wir... Rotkäppchen. I think her name was Red. She didn't make it out. Ja, und hier unser Pärchen, Beauty. Beauty and happier days. And the Beast. And her man, Beast. Funny. Da befreit sie ihn wohl gerade von dem Fluch oder was auch immer. Und ja, hier sind sie. Die drei kleinen Schweinchen. Und da ist auch das Steinhaus, glaube ich, ne? Colin and his brothers. Hier ist noch ein Schloss, aber das ist keine Ahnung. Das können wir nicht anklicken. So, hier haben wir, den können wir nicht anklicken. Hier ist noch so ein Mädchen mit einem Eselskostüm oder was soll das sein? Ja. I've seen this before. This symbol on the man's clothes. It's the same as the ring. Ah, das ist auf dem Ring. Could be her father or husband. This has most of the emblems of the old days, and usually what family they come from. If it's in here, we'll have her name. Ich will aber noch die anderen gerade gucken, da waren noch welche rechts. Uah, Mann, ist die Maus aber auch einmal so schnell hier. So, wen haben wir denn hier? Der kopflose Reiter, oder? Hier von Sleepy Hollow. Wer den Film kennt, mit Johnny Depp. Ichabod Crane. Scared shitless. What's that? Your boss. His finest moment. Hard to understand how he ended up running this place. Well, maybe it's time that changed. Jetzt weiß ich auch, woher ich den Crane kenne. Weil in dem Film Sleepy Hollow spielt nämlich Johnny Depp diesen Ichabod Crane, diesen Detektiv, der quasi die Morde aufklären will, die hier der kopflose Reiter begeht. Nur muss man sagen, dass natürlich Johnny Depp ein bisschen anders aussieht als jetzt hier unser Ichabod Crane. So, ihr zwei, wer seid ihr? I haven't seen Badger around for a while. He likes his privacy, I think. I wish Toad would like his a bit more. Ah, das ist also hier Mr. Toad. Nice hat. Aber was für eine Märchen sind die denn? Als die Tiere den Wald verließen? Das kann ich, das glaube ich eher nicht, weil da hatten sie keine Klamotten an. Ich weiß nicht, aus was für einem Märchen die sind. Also die, das weiß ich jetzt nicht. Hier ist der kopflose Reiter. Das werden wir, denke ich, noch rausfinden, wer das ist. Ja, Beauty and the Beast. Rotkäppchen und der böse Wolf. Und Schneewittchen. Die haben wir hier. So, wie können wir raus? Und, ach ja, die drei kleinen Schweinchen. Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier? Ne, wir können jetzt hier gar nicht weg. Dann müssen wir jetzt hier reingucken. Book of Symbols. Ah, da haben wir Cinderella, würde ich sagen. Hier die berühmte Kutsche und der Schuh. Ad Patrius. Patrius? Ja. Great. What?
I can't read any of this shit. I can help. Yeah, thanks. We look out for each other. Don't overdo it. Bufkin, translate. An exquisite design from the good china of Toad Hall. Mr. Toad? He probably wrote this in himself. Asgard, Midgard, das ist doch hier von Thor, oder nicht? Kommt mir zumindest so vor, okay. Den auch noch zu sehen kriegen, wäre ja cool. Ah, hier haben wir das Eselsmädchen. Elvish. What's it say? It says Bricklebit in an older Elvish hand. What's Bricklebit? A magic word. What's it do? Makes animals shit gold. Der Goldesel, oder? Brickle, also shit gold, also Tiere, die Gold scheißen, auf Deutsch gesagt, das war doch der Goldesel. Gut, hier haben wir den Woodsman. This looks familiar. Yes, from the Acts of the Woodsman, a druid blessing, actually. Someone blessed that thing. I only translate. Okay. Was gibt's sonst noch? Hier haben wir Vladium Vorpal. Das war Latein, glaube ich, ne? Das ist irgendein Drache oder was kämpft? Wer kämpft da? Keine Ahnung. Imperium. Oh, ich kann das nicht lesen, das ist so schlecht geschrieben. Altevis Sigum. Aber wenn ich doch nur Latein könnte. What's that? It reads Mark of the House of the Frog Prince. Quite who I'm looking for. Okay, der Froschkönig, das ist er wohl. Also das ist dann nicht Mr. Toad. Ah, hier waren wir noch nicht. Ah, guck mal hier, Robin Hood, oder? Sieht doch hier so aus, ja. Der Pfeil, der durch den anderen Pfeil gespalten wurde bei der Scheibe. So, und hier haben wir unser Symbol. Asinus Corio Poelam Regius Anuli. This is the one. Where is this symbol from? Which family or story? That's an odd one. Family name? Alerlairau? I'll go look it up. Alenlaira. That means every kind of fur in German. Donkey skin. Yes. What does it say? Donkey skin girl, also known as donkey skin. Also known as ass skin. prefers to go by the name Faith. Poetic? Bufkin, we don't need the commentary. The story of donkey skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... his daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I mark it, Miss Snow? Yes. Please. And what's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Name was Faith. Yeah. You should talk to the husband. You think he did it? Nothing would surprise me at this point. We can't rule him out. Ich kenne ihn nicht, aber wir können nichts unversucht lassen oder sollten nichts unversucht lassen. Müssen wir jetzt hier nochmal gucken? Ach nee, wir können... So, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe... Wo können wir hier nochmal? Nein. Ist es wohl so, dass die... Magic Mirror, Rue Swift, Tarotkarten... Ach, den können wir auch damit befragen, das ist ja cool. Nein, was ich sagen wollte... Also, Faith, ja, war wohl die Tochter eines Königs,
Oder... Nein, anders. Also das war, wenn ich das richtig verstanden habe, die... Also der König, er hatte eine sehr hübsche Frau, die wurde krank. So, und sie hatte eine Tochter namens Faith. Und der Vater musste seiner sterbenden Frau versprechen, dass er nur die schönste Frau im ganzen Land heiraten würde oder finden würde, die der Schönheit seiner kranken Frau entspricht. Und die einzige, die das war oder die dem Ganzen entsprochen hat, war die Tochter der krank gewordenen Frau, nämlich Faith. Und um sich zu verstecken, hatte sie dieses Kostüm bekommen, also diesen Umhang, der quasi ihre wahre Schönheit verbarg. Ja, quasi dieses Eselskostüm. Und dann konnte sie quasi das Königreich verlassen und hat sich versteckt und hat vielleicht einen Prinzen geheiratet. Und das scheint mir jetzt Prinz Lawrence zu sein. Aber ich will jetzt mal wissen, was wir hier noch mit den Tarotkarten machen können. You know what this means? Tarot is a backwards art. I wouldn't put too much stock in its wisdom, Bigby. Not when you've been so helpful. Prevision's muddy. I'm as clear as a window. Das war ja sehr erfolgreich. Gut, dann. Mirror, mirror, blah blah, able, blah blah blah, about this fable. Geil. Of which fable do you wish to know? Gut, jetzt können wir ja alle. Ach ja, jetzt können wir auch Lawrence gucken. Show me Faith's father, the old king. That crosses him off the suspect list. Er ist wohl schon tot. He's a prince, I think. Show me Prince Lawrence. Bo? What's he been doing? Das sieht irgendwie where is nicht so where's gut what? Aus. Do you know where Prince Lawrence lives? If he's a prince, probably relocated in the South Bronx. Yellow building, red window shutters. Red frames. Yep, that's the one. I can take us there. Prince Lawrence, Lawrence. Ich muss immer an Lawrence von Arabien denken, aber ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Weil Lawrence von Arabien war, glaube ich, kein Märchen. Show me Faith. Through powerful magic, her whereabouts concealed. Unfortunately for you, these lips are sealed. What? These lips are sealed. It's not my choice of phrasing, Bigby. It's simply the way this has to be. Na toll. Dann? Nobody right now. Anything we can use? Yeah. That'll have to do for now. Come on. We're going over there. Telefon! Sorry. I have to get that. Hello, Woodlands Business Office. Yes? He is. Hold on. Bigby. It's for you. Für mich? Bigby! It's me, Toad. You there? What do you want? Bigby! Shit! Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. Get over here, Bigby, before he... Oh, wait, hang on. Oi! Shit! Hey! What was that about? Hard to say. Something going on over at Toad's place. What about Faith's husband? I don't know. I couldn't really tell. But he could be in trouble. And we should go there anyway to search her apartment. Toad might have to wait. Whenever you're ready. Okay. Klang nicht so toll, was da gerade am Telefon war. Irgendwas ist da bei dem. Oder irgendjemand. Did Toad say who was there? Was it the woodsman? I don't know. It's possible. Whoever it was, it didn't seem like Toad was happy to see him. Well, maybe Prince Lawrence can wait. Yeah, he didn't see him. He could use some help, too. Well, where to first? Bigby! Shit! Listen, right? There's a bloke upstairs going through all the woodsman's things. You think he did it? What's her husband's name? Lawrence. Prince Lawrence.